Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution 2 Video. Und ich möchte mir in diesem Video nochmal ein wenig genauer den letzten Devlog anschauen, denn dort gab es auch wieder viele neue Informationen und viele neue Dinge zu sehen. Unter anderem diesen wunderschönen Clip von dem Indominus Rex. Und außerdem hat man nochmal einen ganz guten Einblick bekommen, wie groß die Karten von JWE2 dann wirklich sind. Im Sandbox-Modus wird es dann wieder so sein, dass man die Wahl zwischen Jurassic Park-Ära-Gebäuden oder Jurassic World-Ära-Gebäuden hat. Das heißt, man müsste sich dann wieder entscheiden vorher, welche Gebäude man gerne verwenden möchte. Allerdings gilt das nur für die alten Konsolen. Das heißt, wenn man auf PC spielt oder auf den Konsolen der neuen Generation, dann kann man auch die Gebäude miteinander vermixen und kann dann nach Belieben Jurassic World oder Jurassic Park Gebäude in einem Park platzieren. In diesem kurzen Clip sehen wir dann auch wieder einen Dinosaurier, den wir vorher noch nicht zu Gesicht bekommen hatten in JWE2. Nämlich dürfte das der Gigantspinosaurus sein. Falls ich bei irgendeinem Dinosaurier falsch liegen sollte, korrigiert mich sehr gerne unten in den Kommentaren. Es wurden auch zwei neue Gebäude vorgestellt in dem Death Diary, nämlich unter anderem einmal das Kontrollzentrum. Dieses ist sozusagen das Hauptquartier und von dort aus kann man dann neue Wissenschaftler für den Park einstellen. Und es gibt auch noch ein neues Mitarbeiterzentrum. Dieses sorgt für das Wohlergehen der Mitarbeiter. Und man kann dort auch Upgrades für die Wissenschaftler ausführen, zum Beispiel, dass die Produktivität dieser steigt oder dass sie weniger Erholungszeit benötigen. Das heißt, wenn sie dann viel gearbeitet haben, brauchen die ja immer so eine kurze Ruhephase, die kann man dann halt auch ein wenig verkürzen. Und im nächsten Clip sehen wir auch wieder eine wunderschöne Futteranimation von dem Tropiognathus. Die sitzen hier zu viert auf so einem Fischfutterspender und streiten sich so ein bisschen um die Fische. Das ist wirklich wieder sehr cool gemacht. Im ersten Teil war es ja auch schon so, dass Kraftwerke, die den Park mit Strom versorgen, ausfallen können. Zum Beispiel durch Stürme oder Sabotage. Und da musste man das Ganze erstmal neu starten, bis dann der Betrieb im Park ganz normal weitergehen kann. In JWE2 hat man jetzt die Möglichkeit, auch noch solche Backup-Generatoren zu platzieren. Das heißt, wenn das Kraftwerk dann ausfällt, springt dieser Generator dann stattdessen ein und versorgt wichtige Gebäude im Umkreis mit Strom. Und wir haben auch noch einen neuen Flugsaurier zu Gesicht bekommen, nämlich dürfte das der Tapejara sein. Oder Tapejara, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Der sieht auch wunderschön aus mit diesem Segel oben auf dem Kopf. Finde ich richtig cool. Es wird auch wieder die Jurassic-Touren und Gyrosphären geben. Das hatten wir ja schon soweit gesehen. Und diese kann man auch dann über Wege führen, durch Zäune hindurch und sogar in das Aviarium. Wo wir gerade beim Thema Aviarien sind, das Innenleben von diesen kann man dann auch komplett selbstständig anpassen. Und dabei ist es auch wichtig, dass man natürlich Rücksicht darauf nimmt, was für Lebewesen sich im Aviarium befinden. Denn bestimmte Flugsaurier mögen halt auch bestimmte Pflanzen oder eine bestimmte Anzahl an Felsen und sowas. Und das muss man natürlich alles beachten. Ansonsten, wenn diese unzufrieden sind, können sie natürlich auch aus dem Aviarium ausbüchsen und machen sich dann im schlechtesten Fall über die Gäste her. Und wir haben auch zum allerersten Mal in Jurassic World Evolution 2 den Spinosaurus zu Gesicht bekommen. Dieser sieht wirklich richtig cool aus und gerade das Skin-Pattern, also diese Maserung auf der Haut, gefällt mir richtig gut. Und was auch noch richtig cool ist, es wurden noch mehr Haut- und Musterfarben in das Spiel hinzugefügt für die Urzeitlebewesen. Das heißt, da hat man dann viel mehr Kombinationsmöglichkeiten und kann seine Dinosaurier viel individueller noch gestalten. Außerdem hat man noch diese coole Animation gesehen, wo die Raptoren den Zaun hochklettern und dann aus dem Gehege ausbüchsen. Und euch ist sicherlich auch die Drohne im Aviarium aufgefallen. Die ist dazu da, um die Flugsaurier im Aviarium zu überwachen und nach dem Wohlbefinden zu schauen.
ich muss wirklich sagen, ich freue mich Tag für Tag immer mehr auf das Spiel und kann es gar nicht mehr abwarten, es endlich in den Händen zu haben und spielen zu können. Aber es ist ja auch gar nicht mehr so lange. Es sind, glaube ich, nicht mal mehr 2 Wochen. Das werde ich dann auch noch irgendwie überleben. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.